So, meine lieben Damen und Herren, willkommen bei DayZ. Der Tag ist schön, die Sonne scheint und wir sind in Koslavka. Ja, bei einer Absturzstelle von... einer potenziellen Absturzstelle von Dings. Da kommt schon wieder ein Zombie. Was geht da? Erinnert ihr auch. Ich renne jetzt einfach davon, das rote Haus rein, lock mich daran aus. Ja, mach das mal lieber. Das ist blöd. Ich nicht in Häusern auslocken. Warum nicht? Weil es passieren kann, dass du durch den Boden fällst. Das Kollegen vor uns vor 2 Tagen in der Militärbaracke passiert. Ist durch den Boden gefallen. War tot. Okay. Kommen wir davon noch rein? Ich weiß nicht, ob wir davon rein können. Ich guck einfach mal. Ich sitze jetzt gerade in diesem roten Haus. Ja, ich guck mal davon rein, okay. Für die Gillisuits, weil das Angebot steht immer noch von Airwolf. Ey, wenn mich der Zombie jetzt sieht, dann find ich's doch nochmal. Ehrlich, ey. Ach, hier hoch kann ich auch nicht. Klasse. Ich komm gleich zu den roten Haus, muss das mal einen kleinen Umweg machen, okay? Jo. Fuck, ja, da sind auch 2 Zombies, ey. Was geht denn da ab, ey? Ich versteh es einfach nicht. Übelst aggro, ne? Ja, aus dem Grund gehe ich gerne auf Server, wo wenig Zombies da sind, ne? Wo wenig Spieler da sind. Ist einfach so. Ey, ist das was? Weiter nördlich? Du gehst so aggressiver und so mehr. Werden die Zombies? Aber? Nein. Pro Spawnbereich, also pro... An jedem Gebäude, an jedem Hochstand, an jedem Zivilgebäude oder sonstig was, können Zombies spawnen. Du selber spawnst deine eigenen, wenn du mit mehreren Leuten da bist, spawnen mehrere. Damit ist das. Desto mehr Leute dort sind, desto mehr Zombies spawnen. Bist du alleine da, spawnen relativ wenige. Ja. Ich weiß nicht, ob es was ändern muss. Irgendwann hat noch Aggro, haben die Aggro auf dich? Ich hab nix Aggro. Ah ne, ich höre irgendwelche rumkratzen wieder. Ich kaufe ich hier. Hm? Oh, Alter. Das hat mir fast durch die Tür getötet. Ich näher mich jetzt in roten Haus. Ist es sicher drin oder nicht? Oh, das Haus ist nichts drin. Aber da oben ist noch ein oranges Haus, zumindest nicht ein oranges Haus, aber da weiß ich zumindest, dass vielleicht was drin sein kann. Hier ist auf jeden Fall eine Bandage und eine Wasser-Water-Bottle. Hä? Oh, eine volle Water-Bottle, ja, ist geil. Oh. So, dann ist nur Empty-Zeug drin. Ich gehe jetzt in das beigefarbene Haus rein. Oder was Beiges, Gelb oder was auch immer. Ich hier gerade dieses rostige Holzhaus hier. Okay. Wollen wir uns dann wieder am Ende an der Scheune treffen oder am Ende des Orts? Mega. Ich würde sagen bei der Tankstelle. Okay, da muss ich erstmal suchen. Weil das weiß ich in dem Sinne noch nicht, wo die noch nicht so richtig ist, weil ich war nicht so oft in Koslovka. Ich habe letztens nur von einem Typen gesehen. Zumindest hat er das Spiel auch Let's Played. War das letztens hier und da sind seine ganzen Teamkameraden durch Zombies gestorben, weil der Typ mit der Lianfeld schießen musste. Das ist sehr schlau. Ja. Sehr schlau. Das ist noch eine Bandage und eine Peps. Was zu essen wäre jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Ich will jetzt nicht unbedingt mein Dings wegnehmen. Hier ist eine Makarov. Oh, eine Magazin, glaube ich, oder? Ja. Makarov. Weiß den. Trotzdem potenziell zu mitnehmen. Gleich mal aufgenommen. Meine Anzeige. Oh, ich habe eine Watch gefunden. Das ist jetzt nicht so das perfekte Zeug, aber naja, gut, ich habe eine Watch gefunden. Das bringt mir gar nichts. Ja, egal. Nur wenn es Nacht wird. Ungefähr. So. Du kannst dich doch mit der Uhr am Sonnenstand orientieren.
welche Richtung du läufst, wenn du keinen Kompass hast. Weiß nicht, ob ich den Makarov jetzt mitnehme oder nicht. Was hast du für eine Handfeuerwaffe? Keine. Ja, ja klar, dann nimm sie. Kann ich die M1911 Magazin zu Makarov umwandeln? Nee. Nein. Aber wenn du eine M1911 findest, solltest du sie behalten und auch nie wieder eine andere Handfeuerwaffe nehmen. Ja, ich habe auch keine gefunden. Die ist echt gut. Die ist die leiseste und die mit dem besten Damage. Jo. Ich habe, glaube ich, eine Lianfield genommen. Auch. Ah, dann habe ich die M9 mit. Ich habe eine Lianfield genommen. Ich glaube, ich tausche meine M4A3 gegen eine Lianfield. Aber die nutzt bei uns keiner. Lianfield, das ist das Bekloppteste, was es gibt, ja. Wirklich. Lianfield auch, das ist so. Ne? Setz dir einen Kopf und drück ab, das ist ja ungefähr dasselbe, ja. Als wenn du auf einen Zombie schießt. Stimmt. War voll aggro. So, und damit ihr den Mut nicht verliert, in Civilian Buildings hat ein Ghillie Suit eine Spawn-Chance von 0,28%. Ah, oh, wirklich. Ach, oh, geil. Das motiviert mich. Das motiviert mich weiter zu suchen, um eine potenzielle gute Waffe zu bekommen von euch. Also es sind keine potenziellen kostet die Sache, die meisten Sachen kannst du dir aussuchen. Ja, ist nur schwer, ohne Auto. Wieso? Ja, denkst du, ich würde das alles ablatschen? Was ablatschen? Ja, Waffen zu suchen. Ach so, ja, das ist, deswegen sage ich ja so, ne? So, kein Thema, ich, ne? Wenn ihr so Dinger habt, ich komme vorbei, ich bringe euch Waffen mit und Equipment mit, kein Thema. Ich habe den Auspuff gefunden. Was? Du hast keinen Auspuff gefunden, du hast höchstens einen Tank gefunden. Ah, ein Tank oder so. Also nicht auf dem Boden, aber ich kann ihn nicht anklicken. Ich glaube, ich muss jetzt schießen, aber mit der Makarov schieße ich. Im Prinzip, da schießt, das bin ich nur. Kann ich durch Fenster auch schießen? Kommt drauf an, was für Gebäude und was die Waffe für eine Durchschlagskraft hat. Makarov? Schlecht. Ich weiß Tankstelle nicht, Alter. Also eine Makarov hat halt auch nur eine potenzielle... Was ist denn? Eine potenzielle... Ich versuche halt den Damage von der Makarov rauszubringen, die hat keine wirkliche Damage an. Oh Mann, diese scheiß Zombies, ey! Regen mich auf langsam, ey. Ah, oh man, das ist übelst arg und nervt die Sau. Auf jeden Fall ist die als, mit Power als very low angegeben, also. Ja, für Zombies reicht's einfach. Weißt du wie? Ja, Zombie auf jeden Fall, ne? Headshot ein Treffer, Buddy 3 bis 4. Ja, hier ist eine Makarov-Magazine. Nehme ich einfach mal mit, in den roten Haus, wo du bist. Wo du warst zumindest. Pack, was zu trinken, ja. Zombies, ja, wirklich, ne? Die M9SD hat etwa dieselbe Stärke wie der Makarov, es hat nur einen Schalldämpfer drauf. Ja, damit logisch auch besser. Ich bin jetzt im Westen der Stadt. Ich hab keinen Kompass, ist dir klar, oder? Ja. Ja, siehst du, am einen Ende der Stadt steht so ein bisschen weiter weg ein grünes Gebäude. Und statt rumlaufen oder so. Ich sehe gerade die einzelnen Namen von denen. Ich bin gerade an den Shirt. Ich bin gerade, denke ich mal, an der Wasserstelle, oder? Bei den Brunnen bin ich. Okay, läufst einfach dann weiter. Dein Kollege ist doch hier Freund von der FN Fall, oder? Ja. Also wir haben noch einmal die FN Fall ANPVS4. Nee, die brauche ich nicht. Hatte ich schon mal.
Ja, geil, das Teil. Oh, ich mach keine Nachtsicht. Ich spiele nicht mehr nach. Ich bin jetzt an der Wasserstelle. Jo. Komm grad dahin. Ich hoffe, ich brech mir jetzt nichts, ey. Ja, du bist gar nicht an der Wasserstelle. Ich bin an der Wasserstelle. Da sehe ich nicht. Ah, da. Naja, ich muss erstmal hier die Tür zumachen, nicht dass mich irgendwelche dummen Zombies hier. Oder geh. Phil, warte. Ja, warte, Phil. Was machst du? Was mit Zombie abgekriegt? Machst du wieder Angst, Mann? Ja, wie man sieht, ich habe 3 Waterbottles auf der Weg nach Kostoffer gefunden. Und noch 2 Koks. Ich find's immer geil, bei jedem Spiel, auch bei anderen Spielen, gibt's immer Coke immer zu finden. Coke oder Pepsi. Garantiert eine Anspielung sein. Von dem machen. Ich weiß wirklich gar nichts, ey. Zivilgebäude war gerade gar nichts. Was sagen wir? Noch weiter? Hier ist nichts. Da war ich schon überall. Gibt's hier eine Tankstelle? Also, ein bisschen weiter dahin. Du warst da noch nicht, oder was? Hä? Da nee, warst du noch nicht. Nee. Okay. Mal gucken, Map. Da ist da und dann rechts, okay. Aber irgendwie sind jetzt die Zombies leichter abzuhängen. Trotz Aggro sind die Zombies zumindest jetzt an Gebäuden schneller abzuhängen, finde ich. Ja, das stimmt. Hey, wie dämlich das noch aussieht, ey, wenn du rennst mit der Makarov oder mit der normalen, mit der Handfeuerwaffe. Ja. Aber mit der, du bist am schnellsten mit der AK immer noch, oder? Was soll auch immer so, oder? Was, mit dem Laufen, oder was? Ja, wenn du läufst, bist du mit der AK am schnellsten. Ein bisschen Gewehr in der Hand haben, läufst am schnellsten mit. Da vorne ist eine Scheune, komm mal rein. Jo. Wollen wir da rein? Ist es auch ein potenzieller Dings fürs. Dieser Gulli? Was? Was für ein Gebäude? Scheune. Scheune? Ja. Ey, fällt unter Farmen und. Nee. Sind. Farmen sind extra Kategorien. Okay. Können halt drin droppen. Axt. Ja, Essen, Jericho. Wasser, Waffen. Ja. Shotgun, Lee Enfield, Winchester, Crossbow, TZ-550 und Bear Traps. Bear Traps, da Bären fallen. Warte, warte, geh weg, 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 geh weg. Noch einer drinnen? Ja, haut mich einfach mal ins. So, 5 Meter Distanz. Was willst du trinken? Eine Axt? Wenn du noch keine Axt hast, kannst du eine Axt holen. Hab ich. Oh, da kommt was. Okay, mal gucken, wo er sich reinklutscht. Willst du das abknallen? Willst du abknallen? Hier müssten eigentlich nicht so viele kommen. Ja, oder ja, ich müsste mal ranzoomen. Aufstellen. Ich kann nicht ran. Ich kann nicht ran. Ich kann irgendwie nicht ranzoomen. Das haben wir. Da jetzt. Immer schon auf den Kopf zählen, ne? Was, ist er tot? Ja. Jo. Ja, Gear Buddy. Gear Buddy. Ja, ein Staff, Bolt, aber. Dann in die nächste schon, oder? Jo. Mal schauen, ob in der kleinen Holzhütte was drin ist.
Einfach mal schauen. Eine Pepsi, ne, und was. Könnte eine Makarov-Packet sein. Eine Watch, wenn du keine Watch hast, dann kannst du eine Watch nehmen, weil ich habe schon eine Watch. Okay, habe ich. Hätte ich da mal Painkillers in der großen. Ja, Painkillers habe ich zwar. Makarov-Magazin. Jojo, ich komm gleich, ich guck erstmal daneben. Hier liegt eine Lianfield. Ich sag euch jetzt schon, liebe Zuschauer, die alle Daisy zocken, nehmt niemals ein Lianfield. Egal, wenn ihr auch eine Waffe habt. Entscheidet euch für eine Axt. Nicht für eine Lianfield. Weil eine Axt ist besser auch fast wie eine Sniper, hat 10.000 Schuss. Schon wieder eine Lianfield, zwei Lianfield. Es reizt ja schon irgendwie eine zu nehmen, aber mit so einem schönen Sturmgewehr, eine M4A3 oder A4, ich weiß nicht was das ist. Du haust auf jeden Fall, wenn du damit einen Zombie umnietest, dann hast du direkt die ganze Stadt am Arsch. Du musst mal einen Enchano oder einen Elektro damit rumschießen, dann weiß jeder, wo du bist. Ja, so ungefähr. Also wenn ich aus meiner Sniper-Position mit meiner AS-50 schieße, ziehe ich in 455 Meter Entfernung alles an, was da ist. Okay. Das Ding ist schweinelaut. Warst du schon da oben? Ja, da ist nichts. Okay. Boah, ich werde mich jetzt ein bisschen muten die Zeit über. Wie gesagt, wenn du was willst oder was findest, dann stups mir an. Ey, jojo. Wir hören uns später wieder. Oh, es war Strecken und Decken. Oh, ist das krass, ey. Daisy wieder am Start. Ey, ist das der Hammer, ey. Ja, die kommen auch langsam dem Ende zu. Wie sieht unser Plan erstmal aus, dass wir den Zuschauern erstmal sagen können, wie wir sagen wollen? Ha? Du hast doch letztens die Waffe aus meinem Rucksack genommen, ne? Ja. Die ist ja wieder drin. Nee, oder? Ja. Ist es geil. Okay, so können wir Bug usen, okay. Da könnten wir zweimal die FN4 cheaten. Weiß ich nicht, ob das geht. Auf jeden Fall hast du noch eine Ersatzwaffe. Jo. So, erstmal wie gesagt, ich wollte dir gerade sagen, wie sieht unser weiterer Plan aus, dass die Zuschauer wissen, wo wir dann vielleicht als nächstes dann wieder die Aufnahme starten? Wir laufen jetzt nach Drozino. Okay, da ist ein Supermarkt, wir suchen nach den Ghoulies Packs, weil, wie wir von Airwolf gehört haben, wir kriegen dafür ja Sachen, sehr gute Sachen, Waffen, wir können uns sehr viel davon aussuchen. Und deswegen sind wir gerade auf dem Weg, weil. Ja, Waffen zu suchen ist schwer. Wenn wir ein Auto finden, suchen wir auf jeden Fall ein Auto im Stadt. Und dann, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.